Charlotte war ein echtes Landkind. Der Kuhstall war ihr Zuhause. Aber sie hat auch ganz viel deswegen getan, dazuzugehören. Irgendwann zog es sie dann in die große, weite Welt, nach Hamburg. Dort hat sie sich ausgelebt im WG-Leben und ist tatsächlich Zirkusartistin geworden. Bis sie merkte, dass irgendwas mit ihren Augen nicht stimmte und sie immer schlechter sehen konnte. Dörte, waren Behinderungen in deinem Leben, in deinem Umfeld jemals eigentlich ein Thema? Nein, überhaupt nicht. Also ich kannte niemanden mit einer Behinderung. Ich kannte auch niemanden, der blind ist. Und gleichzeitig bin ich ja aufgewachsen, wie du vielleicht auch, mit diesen Bildern von Aktion Sorgenkind. Und ich dachte, Menschen mit Behinderung, die sind irgendwie am Rand. Und ich dachte auch, Blinde sind hilflos, einsam, nutzlos, hässlich. Ich hatte einfach diese furchtbaren Bilder im Kopf. Wann hast du wirklich gemerkt, dass mit deinen Augen irgendwas nicht stimmt oder anders ist? Oder hast du von Anfang an gesagt, oh Mensch, komisch? Oder hast du eine lange Zeit? Naja, rückblickend habe ich das schon recht früh gemerkt, aber wir sehen ja nur, was wir sehen und wir sehen nicht, was wir nicht sehen. Und ich habe immer gedacht, ja, das ist vielleicht eine kleine Macke. Ich war irgendwie bei Dämmerlicht oder nachtblind war ich, das waren so die Anfänge. Oder dann bin ich mal so über Bordsteine gestolpert, weil mein Gesichtsfeld eben schon sehr eingeschränkt war. Aber ich habe mir immer wenig dabei gedacht und das auch schnell wieder verdrängt, weil mein Leben eben so lebendig und bunt war und es spielte keine große Rolle, bis es dann irgendwann schon so weit fortgeschritten war, dass es nicht mehr zu ignorieren war. Hättest du, wenn du das früher bemerkt hast, da was dran ändern können? Nein, also die Diagnose Retinitis pigmentosa ist tatsächlich eine seltene Erkrankung, bei der man gar nichts machen kann. Also man kann es nicht behandeln, man kann es nicht aufhalten, heilen schon gar nicht, auch bis heute nicht. Kannst du dich noch erinnern, was hast du gefühlt in dem Moment? Naja, also als dann mir der Arzt gegenüber saß und ich ihn gefragt habe, was müssen wir denn jetzt machen, wo ich in diesem Perimetertest, das war eigentlich die entscheidende Untersuchung, die Untersuchung übers Gesichtsfeld, als ich gedacht habe, nun sag, was müssen wir machen? Und er sagte erstmal gar nichts. Und er war so ein netter, gutmütiger Arzt, der eigentlich immer lächelt. Und da war einfach so eine Stille und er lächelte nicht. Und ich dachte, oh Gott, irgendwas ist ganz und gar nicht mehr in Ordnung. Und dann sagte er eben, was es ist, Retinitis pigmentosa, kannst du nicht behandeln, kannst du nicht heilen, kannst du gar nichts machen, weltweit nichts machen. Und natürlich war das ein totaler Schock. Ich habe gedacht, scheiße, jetzt werde ich blind. Und als nächstes habe ich gedacht, Blödsinn, es gibt doch keine Krankheit, die man nicht behandeln kann. Und wenn, dann bin ich mal die allerletzte, die so eine beschissene Krankheit hat. Und dann habe ich gedacht, nee, ich werde nicht blind, Plan A. Und wenn doch, dann nehme ich mir das Leben, Plan B. Weil ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, wie das gehen soll. Sind wir mal froh, dass du das nicht umgesetzt hast. Ja, am Ende habe ich es nicht umgesetzt. Stimmt, ja. Bin ich auch froh. Ja, weil das sind ja drastische Entscheidungen. Das Erste kann ich verstehen, ist so eine Art Widerstand, oder? Zu der Situation. Ist das, weil man das gar nicht verarbeiten kann? Ja, genau. Es ist also mittlerweile weiß ich ja viel drüber, über wie gehst du durch Veränderungen durch. Du brauchst am Anfang den Widerstand, um sozusagen wieder ja, dich noch Herr oder Frau der Lage zu fühlen. Also zu sagen, ich nehme das in die Hand und ich schaffe da was und ich finde da was, bis du dich dann sozusagen vielleicht, wenn es wirklich gar nicht zu ändern ist, und das war ja in meinem Fall so, bis du dann wieder auf einem anderen Weg Fuß fassen kannst. Also am Anfang ist Widerstand und Verneinung erstens normal und zweitens, glaube ich, auch echt wichtig. Erzähl nochmal, was bei der Retinitis pigmentosa eigentlich passiert. Also das, wenn es wie im Lehrbuch verläuft, dann schränkt sich das Gesichtsfeld ein. Schlechtes Sehen bei Dämmerung und Nachtblindheit gehört dazu. Aber bei einem späten Stadium kann es sein, dass du noch sehr scharf siehst. Bei gutem Licht wirklich 100% scharf, könnte sein. War bei mir auch nicht 100%, aber ich habe wirklich alles noch scharf gesehen. Deshalb denkst du ja auch noch sehr lange, du siehst, du bist nicht blind. Aber du bist eigentlich dem Gesetz nach schon blind, weil du eben nur wie durch ein Schlüsselloch sehen kannst. Und deshalb kannst du viele Dinge eben nicht mehr so tun, wie jemand, der voll normal sieht. Und das ist halt so, dass dieses Schlüsselloch wird irgendwann so klein, dass es wirklich dann alles
schwarz ist, oder wie kann man das? Ja, ja, also schwarz ist es auch dann nicht. Das es war auch so eins meiner Ängste, oh Gott, dann ist alles weg und dann ist alles schwarz. Nee, also jetzt sehe ich ja nichts mehr, es ist nicht schwarz, weil mein Gehirn ja nicht mehr weiß, soll ich eigentlich weiß oder schwarz melden, und deshalb meldet es irgendwie so eine irgendwas dazwischen, aber jedenfalls nicht schwarz. Es ist nicht sozusagen so diese dunkle Nacht der Blindheit, die es sozusagen in unserer Fantasie vielleicht geben würde. Kannst du denn noch Schatten dann wahrnehmen oder auch nicht? Ja, ich kann hell und dunkel sehen. Also ich sehe, ob die Sonne scheint oder wo das Fenster ist oder so. Das sehe ich ja. Ah, okay. Nach 4 Jahren rumexperimentieren, sage ich jetzt mal so, ja. Ist ja auch ein langer Leidensweg dahinter. Man ist nur noch auf die Krankheit fokussiert wahrscheinlich. Was war das? War das dann der schlimmste Tag des Selbstmitleids, als du wirklich gemerkt hast, es geht nichts darum herum, ich werde erblinden? Es war der schlimmste und gleichzeitig der beste. Aber davor möchte ich nochmal sagen, ja, das ist natürlich ein Weg, wo du sehr darauf fixiert bist. Ich habe immer gedacht, ich will nicht blind werden. Und ich war auch wirklich sehr verzweifelt. Gleichzeitig habe ich auch noch funktioniert. Ich war ja noch auf der Bühne. Ich hatte eine Theatercompany. Wir haben Comedy gemacht, Theater für Kinder, sind durch die Republik getourt, haben Preise gewonnen, wir waren 3 junge Frauen. Also ich habe auch sozusagen noch mein Leben gelebt und es gab auch in dieser Zeit gute Momente und ich hatte ja immer wieder die Hoffnung. Ich dachte so, der nächste Therapieversuch wird vielleicht was bringen, bis ich dann eben wirklich ganz unten angekommen bin und es einerseits jetzt verstanden habe, okay, es ist wirklich so, wie die Augenärzte sagen. Und gleichzeitig war das auch schon der Anfang von einem Neubeginn, weil plötzlich hatte ich wieder Boden unter den Füßen. Plötzlich war es so, dass es nicht mehr tiefer nach unten ging. Und ich wieder denken konnte, ja, ich will nicht blind werden, jetzt ist das passiert und was will ich jetzt? Also so schnell ging das vielleicht alles nicht, aber im Rückblick war es schon so dieser Moment, wo zumindest dieser Keim schon entstanden ist. Das heißt, Selbstmord war keine Option mehr. Nee, das hat sich sozusagen im Laufe der Zeit verflüchtigt. Ja, also tatsächlich. Und ich glaube auch, es war nie eine wirklich ganz ernst gemeinte Option. Es war mehr so ein Trotz, das Schicksal erpressen. Wenn ich nicht kriege, was ich will, dann mache ich nicht mehr mit. Und deshalb musst du mir geben, Schicksal, Leben, wie auch immer, Universum, was ich will. Also es war mehr so eine Trotzreaktion, dass ich gedacht habe. So und weil ich mir nicht vorstelle. Ja, und weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein Leben dann gut und erfüllt sein konnte, wenn man nicht mehr sieht. Das musste ich ja auch erstmal erkunden und erproben und verstehen lernen. Ja. Du sagst, es war auch der Tag, wo der Keim sozusagen in der Erde irgendwie sich kurz bewegt hat und gesagt, da ist vielleicht doch ein neues Leben. Aber diese Aussichtslosigkeit, die trotzdem ja noch da ist, wie bist du damit umgegangen? Naja, also in diesem Moment, wo ich es kapiert habe, habe ich schon wieder angefangen, mir was zu wünschen. Also ich habe 3 Wünsche aufgeschrieben an diesem wirklich besagten Tag und den Zettel mit diesen Wünschen habe ich immer noch, da können wir vielleicht gerne nochmal drüber reden, aber dann war ich bereit, mir echte Hilfe zu holen. Ich bin in eine Beratungsstelle gegangen für Blinde und Sehbehinderte, da wollte ich vorher nie hin, ich wollte ja auch nicht blind werden, aber dann saß ich einem Berater gegenüber, der war selbst blind und der sagte den entscheidenden Satz, der sagte, als ich ihn fragte, ja, was kann ich denn machen, wenn ich blind bin? Und dann hat er gesagt, naja, eigentlich kannst du als Blinde fast alles machen. Wenn es scheitert, dann an der mangelnden Fantasie der Sehenden. Und der musste es ja wissen, weil der war ja blind und der war Experte sozusagen in eigener Sache. Und ich hatte zwar keine Ahnung, wie das gehen soll, blind alles machen, aber ich habe dem vertraut. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und Schritt für Schritt nicht alles, aber wirklich fast alles gelernt, ja. Wahnsinn, das ist dann wirklich dann langsam das Leben akzeptieren, kann man das so sagen? Ja, und akzeptieren heißt ja nicht, dass du sagst, ich finde das super oder ich habe das so bestellt, das nehme ich jetzt oder so. Du kannst ja immer noch sagen, das habe ich mir so nicht vorgestellt, das habe ich mir so nicht gewünscht, aber trotzdem, es ist, wie es ist und jetzt mache ich was damit. Das ist für mich sozusagen Akzeptanz. Ja, man hat ja sein ganzes Umfeld. Es ist ja nicht nur für dich in dem Moment bedrohlich gewesen oder schockierend. Du hast Familie, deine Eltern, Freunde, Bekannte. Wie sind die mit dieser Diagnose umgegangen? Ich glaube, für die meisten war das weniger schlimm als für mich.
Für meine Mutter war es sicherlich sehr, sehr schlimm. Und die habe ich manchmal auch wiederum getröstet und habe gesagt, ich kriege das schon hin, ohne zu wissen, ob ich es wirklich hinkriege. Aber ich glaube, für meine Freunde, die waren ja alle so aus dem kreativen Umfeld. Und für die war das, glaube ich, gar nicht so schockierend. Die konnten sich alle vorstellen, dass es gehen könnte. Mehr als ich. Und insofern war das toll, weil die dann auch den anderen Weg mitgegangen sind. Also die sind sowohl den Weg nach unten mitgegangen, waren für mich da, auch wenn ich mich zurückgezogen habe. Aber dann sind sie auch wieder den Weg sozusagen zurück ins Leben mit mir mitgegangen. Und das war natürlich toll, dass haben Freunde da sind. Ja. Entschuldigung, haben sich auch Leute abgewendet? Nee. Also das ist ja so immer auch so eine Idee, Menschen wenden sich dann ab. Natürlich, über Jahrzehnte ändern sich Freundschaften und so Bekanntschaften, die gehen mal eine Zeit und dann gehen sie auch mal nicht. Und es gibt natürlich auch die Menschen, die sind vielleicht gerade gut, wenn es dir schlecht geht. Und dann kannst du mit den Leuten aber auch gar nicht so gut feiern. Also es gibt ja auch das Umgekehrte, ne? Also dass du sozusagen Menschen hast, mit denen gehst du vielleicht mal durch richtig schlimme Zeiten und dann trennst du dich, weil die Zeiten wieder besser werden. Das gibt's auch. Aber so meine wirklich engen Freunde, die waren in allen Zeiten da. Jetzt mal Butter bei die Fische. Was nervt total ab, wenn man in so einer Situation ist, das selber noch gar nicht verarbeitet hat. Also wo hast du denn, also auf diese Anteilnahme in Anführungsstrichen kann ich wirklich verzichten oder auf diese Sätze kann ich verzichten, die gemacht werden. Gab es da irgendwas, wo du sagst, Mensch, Leute, tut den Menschen das nicht an? Also wenn du mit sowas beschäftigt bist, dann hast du ja in der Regel schon ganz viel gemacht und du hast dir ganz viel Gedanken gemacht. Und du hast auch schon ganz viel gehört und jemand, der dann kommt und sowas sagt wie, ach, es gibt immer einen Weg, da findet man bestimmt noch was. Oder wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, dann mach doch Limonade draus. Oder ich kenne da jemanden, der jemanden kennt und kann man da doch bestimmt noch was machen. Also Menschen, die dann sozusagen nochmal wieder ganz von vorne das Ding aufrollen wollen, das nervt, ja. Mhm. Gab es eine bestimmte Anekdote, wo du gesagt hast, oh meine Güte, dass du dich vielleicht von den Menschen getrennt hast, weil du merktest, die Person kann da gar nicht mit umgehen? Richtig getrennt nicht, nee. Also es sind eher dann so Menschen im weiteren Umfeld, wo du mal denkst, so mit dem brauchst du dich jetzt vielleicht nicht weiter anfreunden. Ja, es gab mal jemanden, der sozusagen immer wieder mich drauf gestoßen hat. Das hat mich dann irgendwann genervt. Also bei jedem Gespräch dann immer wieder, ja, aber du hast das ja, erlebst das ja anders oder du kannst das so und so nicht machen. Wenn wir gerade mitten in einem Thema waren, wo ich da gar nicht dran gedacht habe oder das auch gar keine Rolle gespielt hat oder so, sowas nervt dann schon. Aber das war jetzt nicht was, was so relevant gewesen wäre. Was empfandest du als echte Unterstützung von Freunden oder von der Familie? Einfach da zu sein, zu wissen, es gibt Menschen, die sind mir wichtig, die sind da und die gehen jetzt auch nicht weg. Die sind da, wenn ich sie brauche. Und die sind da, wenn ich weine, die sind da, wenn ich wütend bin. Und die sind auch da, wenn ich rumalbern will. Also du willst in dieser Zeit ja nicht nur weinen und so. Es gibt ja auch mal Momente, auch wenn es gerade keine lustige Zeit ist, da willst du auch mal einfach es vergessen und dich ablenken und auch mal einfach drüber lachen. Und Menschen, die das alles mitmachen können, das ist natürlich super, wenn du die hast. Und was genau heißt für dich da sein? Also weil, wenn man keine guten Ratschläge geben kann, weil man selber eigentlich ja überhaupt gar nicht weiß, wie man mit der Situation umgehen soll. Was war da für dich hilfreich? Was ist für dich Dasein von einer Person, die dir nahesteht? Zuhören. Also einfach nicht mit dieser Idee kommen, ich will jetzt helfen, ich will unbedingt was machen, sondern es reicht ja oft einfach Dasein im Sinne von Zuhören und so kleine Gesten. Einfach zu sagen, ich komme vorbei, was willst du? Willst du ein Mandelhörnchen oder einen Butterkuchen? Einfach so die ganz kleinen, normalen Gesten. Das ist für mich so Dasein. Ich frage das deswegen, weil es gibt ja vielleicht Angehörige, die genau damit jetzt zu tun haben und gar nicht wissen, was sie machen sollen und das vielleicht machen gar nicht immer unbedingt das ist, was die Person in der Krise dann braucht. Was? Du warst ja. Anneke, das stimmt, das ist auch nicht so leicht. Also ich bin ja auch so eine Macherin und auch mir, auch wenn ich drüber rede und weiß, was gut ist, finde ich es auch oft schwer, das einfach auszuhalten und nicht sofort zu sagen, ich habe 10 Lösungen an der Hand, wo fangen wir an? Manchmal geht es ja auch darum, es einfach auszuhalten. Ja, und ich glaube,
Ja, und ich glaube eben, es ist ja auch ein Abschied. Es ist ein Abschied von einer Phase in deinem Leben. Das heißt, es ist so ein bisschen wie Liebeskummer. Und da kann man auch sagen, du hast mir das jetzt dreimal erzählt, jetzt reicht es langsam irgendwie. Sondern dass man eben auch aushält, dass die Person vielleicht öfter darüber spricht. Ja, es braucht Zeit. Und natürlich ist es unterschiedlich lange, wie viel Zeit es braucht. Die Gefahr ist natürlich, in so einer Jammerschleife dann zu bleiben oder zynisch zu werden, sarkastisch zu werden. Das ist die Gefahr. Das darf natürlich nicht passieren. Aber solange es wirklich echte Gefühle sind, in denen du dich noch nicht sozusagen verheddert hast, sondern einfach Gefühle, die raus müssen, müssen die raus. Gar keine Frage. Was für Hürden musstest du nehmen, nachdem du bei diesem Berater warst, der gesagt hat, hey, eigentlich ist alles möglich, go for it. Was für Hürden musstest du tatsächlich dann nehmen? Naja, also erstmal Alltag bewältigen, ne? Kochen, putzen, einkaufen, mit dem Stock zu lernen, auf der Straße zu laufen. Später habe ich einen Blindenführhund gekriegt. Dann habe ich die Uni fertig gemacht und ich war schon noch so, wenn er sagt, es geht alles, dann probieren wir mal aus, was alles geht. Mein Hauptfach an der Uni war Sport. Das ist nun echt nicht vernünftig, wenn man nicht sieht. Und ich wusste aber nicht so genau, dass das wirklich nicht üblich ist oder wie auch immer. Ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin dann schon sozusagen auch ja, meinem Herzen gefolgt. Das, was mir Spaß gemacht hat, habe ich gemacht. Und dann habe ich also blind Sport studiert mit, wo du Hürden angesprochen hast, tatsächlich Hürdenlauf in der Abschlussprüfung. Ja. Ja, und so ging dann das Leben weiter. Dann habe ich angefangen, für den Dialog im Dunkeln zu arbeiten, habe dann Workshops für Teams und Führungskräfte entwickelt, habe ein Konzept entwickelt, mit dem wir eingeladen waren zum Weltwirtschaftsforum nach Davos, was dann quasi um die Welt gegangen ist. Nach wie vor gibt es das, jetzt bei Corona natürlich in der Form nicht, aber bis Corona haben es fast 300.000 Führungskräfte erlebt, diesen Workshop. Also ja, ich konnte tolle Sachen machen, gar keine Frage. Wenn du mal in dich reinhorchst, was für eine innere Haltung brauchtest oder hattest du entwickelt, um über so eine Krise hinwegzukommen? Große Frage. Ich würde sagen, also Vertrauen spielt eine große Rolle. Vertrauen in mich, ins Leben, in andere Menschen, gar keine Frage. Eine gewisse Spielfreude auch, also ausprobieren, was geht, welche Grenze kann ich verschieben, welche vielleicht dann eben auch nicht. Humor spielt für mich auf jeden Fall eine ganz, ganz große Rolle. Zwischendrin das Ganze auch mal nicht ganz so ernst zu nehmen, auch mich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Ja, das ist es. Wie viel Mut dann, braucht es auch? Ja, Mut. Mhm. Ja, Mut ist die Frage, Mut braucht es auch, natürlich, aber auch, weil es keine Alternative dazu gibt. Also die Alternative wäre ja, zu Hause zu sitzen und nichts mehr zu machen. Das wäre einfach nicht keine Option für mich. Und deshalb ist es sozusagen gar keine Frage, dass ich in manchen Situationen auch vielleicht dann andere sagen würden, das ist mutig oder so. Also ich bin ja jetzt wieder auf der Bühne, ich bin Moderatorin, ich bin Rednerin. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich mutig ist oder ob das sozusagen einfach, ja, weil ich das machen möchte und weil ich nicht zu Hause sitzen möchte und ich habe auch eine Familie, ich habe zwei Kinder, könnten auch Menschen sagen, es ist mutig, blind zwei Kinder zu kriegen. Ja, für mich wäre Mut irgendwie nicht das Wort dafür. Welches wäre dein? Weil, vielleicht ist es doch eher Vertrauen, also das Leben zu leben und zu schauen, was bietet mir das Leben an und zu schauen, was geht für mich. Also deinem Herzen zu folgen in dem Sinn, was du eben gesagt hast, wirklich zu sagen, egal, ich mache es trotzdem, weil ich das auch wert bin. Ich möchte mein Leben ja auch in Freude und allen Möglichkeiten leben. Natürlich, ich möchte ein erfülltes Leben. Natürlich, es wäre für mich so viel schwerer,
eben zu Hause zu sitzen, alleine zu sein und nichts zu machen. Also das wäre für mich einfach das, was wirklich schwer wäre. Natürlich ist vieles jetzt in meinem Leben unpraktisch und dauert länger und manches ist mühsam und dann geht auch mal was nicht und dann nervt auch mal was. Aber so möchte ich das haben. Was hat sich im Umgang mit dir oder auch mit anderen Menschen verändert? Also, was sich wirklich verändert hat, rein auf der Oberfläche, ist natürlich sozusagen der Kanal. Also normalerweise sehen sich Menschen und es geht viel über Körpersprache und Gestik, Mimik und das nimmst du beim anderen wahr. Jetzt weiß ich, ist es sozusagen eine Einbahnstraße. Ich weiß, du siehst meine Mimik und Gestik, ich sehe deine nicht. Für mich ist wichtig, wie klingt jemand, also wie ist die Stimme. Das ist für mich jetzt das wirklich Entscheidende, wenn ich mit Menschen zu tun habe. Und darüber hinaus, aber irgendwie noch mehr. Auch für mich ist es ein großer Unterschied, ob ich mit jemandem in einem Raum bin oder am Telefon oder über Zoom jemanden nur höre. Also das ist mal so auf der Oberfläche, wie ist der Weg, der Kanal oder so zueinander. Das hat sich natürlich verändert. Mhm. Und ich glaube, dass mich das Nicht-Sehen schon den Menschen näher gebracht hat. Aber jetzt bin ich mal ein bisschen vorsichtig, weil über 25 Jahre verändert sich so viel. Vielleicht wäre das auch sonst passiert, weil man einfach ein bisschen mehr kapiert hat vom Leben und einfach weiß, wie wichtig Beziehungen sind und ein bisschen mehr Erfahrung hat, wie geht man mit Menschen um. Aber ich glaube, ja, auch dadurch, dass ich weiß, vieles kann ich nicht erreichen, wenn ich es nicht gemeinsam mit anderen mache. Also wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, ich bin ja bundesweit unterwegs oder auch mal in Österreich, dann bin ich mit meiner Assistentin unterwegs. Und natürlich bin ich auch auf sie angewiesen. Wenn wir jetzt Streit haben, kann ich nicht sagen, du bleibst jetzt hier, ich steige jetzt hier aus und in 2 Stunden sehen wir uns wieder. Mhm. Wenn ich in einer fremden Stadt bin, ist das keine Option. Also insofern, habe ich auch gelernt, nicht wie gehe ich Konflikten aus dem Weg, manchmal sogar auch das, aber eher wie bringe ich sozusagen Dinge so, dass wir uns miteinander verstehen in vielerlei Hinsicht. Ja einander blind verstehen. Ja. Ja, das Thema Abhängigkeit ist tatsächlich auch ein Thema, oder du hast es eben angesprochen, du kannst manche Sachen nicht mehr so machen, in fremden Umgebungen ist es schwierig. Ist das was, wo man sich auch wirklich mit auseinandersetzen muss oder nimmt man das so hin? Also ich habe nicht das Gefühl, ich bin abhängig, doch manchmal auch, aber das eher selten. Wir sind das ja alle. Also ne, wenn irgendwie dein Wasserrohr geplatzt ist, dann brauchst du einen Handwerker, dann bist du von dem abhängig oder du bist abhängig davon, dass der Pilot das Flugzeug fliegen kann oder wir sind ja alle. Ja, liebe Dörte, würde ich jetzt mal reingrätschen, das ist natürlich was anderes, als ob du einen Flieger hast, der einen Piloten braucht oder ob du tagtäglich oder wirklich so intensiv und auch nah an dir dran jemanden brauchst, der dir... Ja, aber du denkst vielleicht jetzt, dass ich ständig jemanden bräuchte. Also im Alltag, wenn ich in meinem Haus bin, dann brauche ich da keinen, der mir irgendwie hilft, außer vielleicht mal irgendwie kurz mal ist ein Fleck auf der Klamotte oder so. Also so viel ist es nicht. Sind eben auch bestimmte Situationen, wo ich jemanden brauche, wenn ich jetzt zum Beispiel in unbekannter Umgebung unterwegs bin oder so. Also insofern ist es gar nicht so viel anders, als wie es bei jedem anderen Menschen auch ist. Wir sind alle aufeinander angewiesen. Deine Werte von früher waren Freiheit und Selbstbestimmtheit. Hast du das Gefühl, du lebst sie weiterhin? Ja, und das ist mir nach wie vor total wichtig. Und ich tue natürlich auch das, was ich tue, weil das meine Werte sind. Weil ich das nach wie vor, mit mir in Verbindung bringe und weil es meins ist, ja. Liebe Dörte, bis hierhin vielen, vielen, vielen Dank. Wir schnacken gleich weiter, auch über deine 3 Wünsche, die du noch in der Tasche mit dir rumbringst. Aber wir hören jetzt erstmal Musik von Frink. Weitergehen. Bitteschön. Wenn es bis hierher gefallen hat, dann abonniert uns auf Facebook und auf YouTube, damit ihr immer informiert seid. Sind wir wieder und wir spielen jetzt 3 wilde Werte, liebe Dörte. Das ist ein Kartenset, was ich entwickelt habe für die Sendung. Das sind 150 Karten. Da ist auf jeder Karte ein Wort drauf, was im deutschen Sprachgebrauch als Wert gilt. Und ich fahre jetzt mal am Rand vorbei und du sagst irgendwann Stopp. Stopp. Na?
bin gespannt. Wie geil. Eigenständigkeit, der erste Wert, den du gezogen hast. Was hat der denn mit dir zu tun, liebe Dörte? Naja, also das ist ja sozusagen, ne, schon mit meinen überhaupt, ne, Selbstbestimmung und Eigenständigkeit und ist es mein Leben und ich bestimme, was passieren soll, was nicht passieren soll, im Rahmen natürlich von bestimmten Bedingungen, die ich jetzt habe. Natürlich geht nicht immer alles sofort und gleich und überhaupt, aber ist mir schon total wichtig, dass ich eigenständig, ja, erstens meinen Alltag bewältigen kann, auch meine Familie weitgehend bewältigen kann, dass meine Kinder sich nicht um mich kümmern, sondern ich mich natürlich um meine Kinder kümmere. Das ist für mich total klar, gar keine Frage. Wie alt sind die? 16 und 13. Mhm. Die brauchen noch ein bisschen Mama, gar keine Frage. Und außerdem bin ich ja jetzt seit 3 Jahren selbstständig und Eigenständigkeit, ne, Selbstständigkeit ohne Eigenständigkeit geht irgendwie nicht. Also insofern guter Wert, den ich da ausgewählt habe. Sehr schön. Gut, dann dein zweiter Wert. Und stopp. Herrlich, das Spiel funktioniert mal wieder hervorragend. Den zweiten Wert, den du gezogen hast, ist Leichtigkeit. Ach nee, kaum. Ja. Magie ist das, oder du Schummel? Das ist magisches Tätig, ich frage dir. Also Leichtigkeit, das ist ja, also trotz, wir haben jetzt so viel über das Schwere geredet. Natürlich ist das nicht leicht, blind zu werden, überhaupt nicht. Das ist also, ne, alles andere als das. Aber Leichtigkeit war mir ja vorher total wichtig. Ich meine, ich war Trapezartistin, gar keine Frage. Das ist was, das wollte ich haben und das wollte ich auch nicht aufgeben. Und zum Glück konnte ich das ja quasi wiederfinden. Also nicht jeden Tag, nicht in jedem Moment, das will ich gar nicht sagen, aber Leichtigkeit ist schon was, was mich ausmacht, was mich jetzt auch wieder auf der Bühne ausmacht. Ich moderiere ja Tagungen und Kongresse oft zu sehr, ja, trocken ist vielleicht nicht das falsche Wort, aber nicht das richtige Wort, aber sehr, sehr fundierten Themen, viel zum Thema Inklusion, aber auch Armut und Kriminalität und Städteplanung und so weiter. Und ich mache da viel aus dem Straßentheater in den Zwischenmoderationen. Und dafür mag mich das Publikum und das gefällt mir wiederum, dass ich sozusagen da wieder spielen kann und wieder Leichtigkeit in meiner Themen. Arbeit auch. Ja, du bringst eigentlich Leichtigkeit in die schweren Themen. Sehr schön. So, wollen wir mal gucken, ob dein dritter Wert auch so fantastisch passt. So, ja, jetzt bin ich ganz gespannt. Und stopp. Effektivität. Oh, wow. Effektivität, das ist ja interessant. Ja, wenn man jemand ist wie ich, die nun gerne spielt und Leichtigkeit und Kreativität und so, ist das eher was, wo ich, glaube ich, auch aufpassen muss, dass Dinge auch, ja, dass ich sozusagen die Luftschlösser auch auf die Erde kriege und dass es dann auch effektiv ist. Ja, das ist schon was, wo ich nicht sagen würde, das ist mir in die Wiege gelegt, sondern das ist eher was, wo ich dran arbeiten muss. Das ist so arbeiten cool, kann, Dörte. Arbeiten darf, sowieso schon dran arbeite. Das ist so cool, Dörte, an diesem Kartenset, das man ja auch erwerben kann. Das ist wirklich so, manchmal passen die Werte, ich sag mal auf gut Deutsch, wie Arsch auf Eimer. Und manchmal, die ersten beiden, ja. Genau, und manchmal braucht man mehr von dieser Qualität, die als Wert dort steht, wie du es gerade beschrieben hast. Also total... Das ist wirklich ein bisschen magisch, das Ding. Ja, das finde ich jetzt auch. Also wenn du nicht geschummelt hast, obwohl so gut kannst du mich ja gar nicht kennen. Wir reden ja jetzt hier erst ein paar Minuten oder so. Also das, ja, das stimmt. Das ist genau so gewesen mit deinen 3 wilden Werten. Danke. Sehr gerne. Du hast die gezogen. Ich war nur die ausführende Hand. Man merkt, man kann mit dir wirklich auch in Leichtigkeit sein. Du bist auch ein humorvoller Mensch. Wie wichtig ist Humor in so einer Lebenslage? Oh, Humor ist so wichtig. Also ohne Humor hätte ich das gar nicht durchstanden in der Form. Und auch in den schwersten Zeiten sozusagen, da habe ich dann angefangen, irgendwie Witze zu erzählen. Ich war jetzt vorher kein Mensch, der Witze erzählt hat, aber irgendwie habe ich das zu schätzen gelernt, dass man einfach auch mal rauskommt aus dem Schweren und aus den Gedanken. Und Humor hilft da enorm viel. Du kennst vielleicht auch dieses Projekt der Klinik-Clowns.
klar. Also ich komme ja sozusagen ich war auf einer Zirkustheaterschule, deshalb ist es so meine Welt und das hilft natürlich, ganz klar. Es geht ja dauernd mal was schief. Also wenn du nicht gucken kannst, geht vielleicht noch mehr mal was schief als sonst. Und dann ist es einfach gut, wenn du zumindest ein bisschen später drüber lachen kannst. Ich sehe kaum was und dann sehe ich eine Blume knallpink. Und ich gehe so hin, gehe in die Hocke und denke so, ja, jetzt will ich dran schnuppern, weil ich sehe ja so wenig. Und plötzlich reißt mich Martin, also das ist mein jetziger Mann, der reißt mich so nach hinten zurück. Hey, was soll das? Ich will doch nur an der Blume schnuppern. Und dann sagt er, das ist keine Blume, das ist der Rock einer älteren Dame. Okay. Also das war schon gleich lustig, na klar, wir frisch verliebt und so weiter. Und gleichzeitig war es natürlich auch irgendwie total, sowas kann ja nur in so einer Situation passieren. Du hast von Martin gerade erzählt, den hast du ja praktisch kennengelernt kurz vor, ich sag mal, Licht aus. Konntest du sein Gesicht noch sehen? Ja, ja. Schön. Und das war mir auch wichtig. Also ich bin sehensozialisiert. Da kommst du ja nicht umhin. Da hast du einfach Bilder von Menschen, von Männern, insbesondere als junge Frau, vorm inneren Auge und denkst, oh Gott, wie soll das jetzt gehen, wenn du niemanden mehr siehst? Natürlich ist das nicht das Entscheidende für eine große Liebe. Das ist ganz klar. Das weiß ich auch. Aber mit Anfang 20, da, ne, ja. Du hast 3 Wünsche aufgeschrieben, als du noch sehen konntest. Mhm. Du hast sie immer noch bei dir. Welche Wünsche sind das? Ja, dazu musst du noch wissen, das war ja in China. Und dieser Tag, an dem ich ganz unten angekommen war, war das Mondfest in China. Und in China gibt es beim Mondfest Mondkuchen. Und die isst man nicht alleine, die backt man auch nicht für sich, die teilt man mit anderen. Und ich hatte so eine ganz große Dose mit Mondkuchen, aber ich hatte niemanden, mit dem ich die teilen konnte. Und naja, dann habe ich da so meine Mitleidsparty mit mir gefeiert, mit diesen Kuchen und so. Und dann habe ich den Zettel geschrieben. Und auf dem Zettel steht, ich wünsche mir immer jemanden, mit dem ich meine Mondkuchen teilen kann. Mhm. Ich wünsche mir immer jemanden, der an mich glaubt. Und ich wünsche mir immer jemanden, der meine Liebe braucht. Man kriegt total deine sprühende Art mit, dein Humor, dein Witz, deine Leichtigkeit. Gibt es trotzdem etwas, wo du sagst, okay, Freunde, das vermisse ich schon? Ja, natürlich gibt es das. Und so auf dem Weg, erstmal akzeptieren, ich sehe nichts mehr und dann damit klarkommen, gab es diese Phase, wo ich gesagt habe, es ist alles okay, ich will gar nicht mehr sehen können, ich finde es total gut, wie es ist, für mich ist das normal. Das brauchte ich, glaube ich, auch, um sozusagen nicht wieder in die andere Schleife zu geraten. Und mittlerweile kann ich auch sagen, ja, es gibt Sachen, die sind doof und es gibt Sachen, die vermisse ich. Also ich vermisse zum Beispiel, keine alten Fotos angucken zu können, finde ich total schade. Ich habe das nicht vermisst, das denken viele, dass ich meine Kinder nie gesehen habe, weil denen bin ich so nah, die fühle ich, die spüre ich, die höre ich, die lasse ich von jemandem beschreiben, was auch immer. Da habe ich das Gefühl, die sehe ich. Aber ich kann nicht die alten Babyfotos angucken, das finde ich schade. Und ich finde es voll schade, dass ich nicht alleine mit dem Fahrrad losfahren kann. Jetzt gibt es so geile Fahrräder und meine Nachbarn, die sind zum Teil über 80 und die sausen da mit ihren E-Bikes rum. Und ich finde es voll schade, dass ich nicht spontan alleine mit dem Rad los kann. Na klar, ich fahre Tandem und ich fahre ja sogar ein Rad, aber dazu brauche ich immer jemanden. Ich finde es toll, mit Menschen was zusammen zu machen, aber die Spontanität, das finde ich schon manchmal schade, dass das immer alles so ein bisschen Planung und Verabredung braucht. Mhm. Viele Menschen nähren sich ja, indem sie sich einen Sonnenaufgang angucken, in die Natur gehen, schöne Dinge angucken. Wie nimmst du Schönheit wahr? Über alle anderen Sinne, also übers Hören, übers Fühlen, übers Spüren, übers Riechen, übers Schmecken, aber auch ganz viel über die Situation und über innere Bilder. Also ich bin nach wie vor, das klingt jetzt total komisch, aber ich bin nach wie vor ein visueller Mensch. Also wenn ich mich morgen an unser Gespräch erinnere, dann sehe ich uns hier sitzen, also in Bildern. Und das ist auch so, wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre und ich war da vorher noch nie, dann war es, mittlerweile kenne ich den Effekt, früher aber die ersten 2-3 Tage schrecklich. Weil du stellst dir ja so einen Urlaub auch vor, ne? So, hast irgendwie ein Bild, wie es da sein wird und dann komme ich da an und dann sehe ich da nichts. Und bis ich dann sozusagen so viel erlebt habe und so viel gehört, gerochen, geschmeckt, abgewandert, abgeritten, abgefahren bin, dass ich sozusagen innere Bilder kriege. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann habe ich alles im Kopf.
und muss mich sozusagen fast daran erinnern, dass es die Bilder, die in meinem Kopf entstanden sind, sind und nicht die sozusagen mit den Augen gesehenen Bilder. Siehst du ja auch mit den Händen, das mit dem Abtasten, zum Beispiel bei deinen Kindern? Ja, aber nicht so, wie das manchmal in Filmen gezeigt wird. Also es macht eigentlich kein blinder Mensch, dass er von fremden Menschen Gesichter abtasten würde, um zu wissen, wie die aussehen. Das nicht. Aber ja, also natürlich bei meinen Freundinnen, wenn die beim Friseur waren oder Klamotten oder bei meinen Kindern genauso, dann sehe ich auch mit den Händen oder sonst natürlich auch, weil ich ja Gegenstände und alles Mögliche anfasse und weiß ich nicht. Also alles, was ich irgendwie anfasse, kriegt so dann auch in meinem Kopf vom inneren Auge ein Bild. Geht gar nicht anders. Ja. Dörte, Hand aufs Herz. Wenn es die Möglichkeit gäbe, dass du wieder sehen könntest, würdest du die Möglichkeit nutzen? Das ist so eine spannende Frage. Und die kurze Antwort wäre jetzt ja. Ich will aber trotzdem noch die lange geben, weil es gab, wie gesagt, diesen Moment, wo ich gedacht habe, brauche ich gar nicht mehr. Also ich war mal auf einer Party, wo mir selbst dieser Gedanke so in den Kopf kam. Und das war irgendwie alles toll. Es war alles da. Ich war mittendrin, die Stimmung war super. Und da habe ich echt gedacht, wenn jetzt eine gute Fee käme, würde ich sagen, nö, bring mir noch ein Champagner. Das ist alles, was ich noch brauche oder so. Mhm. Ich weiß auch, dass es gar nicht mal so einfach ist. Es gibt in der Medizingeschichte Menschen, die dann operiert werden konnten, Hornhauttransplantationen, als die möglich waren, Menschen, die Jahrzehnte nicht gesehen haben und die damit nicht klargekommen sind. Also die vorher ein erfülltes Leben hatten und dann mit dem Sehen nicht mehr klargekommen sind, bis hin zu einer Depression, die zum Selbstmord oder überhaupt zum Tod geführt hat. Das denkt man ja nicht. Man denkt immer, andersrum ist es schwer. Aber ich glaube, was für uns immer schwer ist, ist, wenn wir nochmal neu starten, uns neu erfinden und so weiter. Aber ich wäre zu neugierig, wenn es wirklich möglich wäre und ich nicht viel dafür hergeben müsste. Weißt du, ich will jetzt keine Maschine mehr in den Kopf einbauen lassen oder so. Also, oder was riskant ist. Also wenn es wirklich einfach möglich wäre, dann wäre ich dabei. Liebe Dörte. Ich bin sehr gespannt. Wer weiß, was die Technik noch erfindet. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wundervolle Gespräch. Vielen, vielen Dank. Anneke, ich danke dir. Also es hat mir echt Freude gemacht. Tolle Fragen und diese drei wilden Werte, das war natürlich der Knaller. Toll. Dankeschön. Alles Liebe für dich. Und wir hören jetzt nochmal zusammen Musik von Frink mit dem Song Junge. Bitteschön. Ich wär dann mal weg, Junge. Vielleicht gar nicht weit. Wir haben ausgecheckt, Junge. Vielleicht war's an der Zeit. Gegeben bekommen, Junge. Die Rechnung ist glatt. Und wer weiß schon, was kommt, Junge. Aber eins ist doch klar. Da draußen stehen die Pferde. Da muss ich leider mit. Ja, draußen stehen die Pferde. Da leider mit. Ich werde dann es fällt nicht leicht, es hat nicht gereicht, Junge. Aber wir sehen uns bis gleich. Wenn draußen stehen die Pferde, ich muss da leben.
das war die Sendung Buddha bei die Fische mit mir, Annike Terfehlen. Ein riesen Dankeschön an unseren Gast Dörte Mark und an die Band Frink mit ihren beiden tollen Songs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst natürlich einen Daumen da und abonniert unseren YouTube-Kanal. Und ich freue mich, wenn es das nächste Mal wieder heißt Buddha bei die Fische!